Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen hier zu einer weiteren neuen Folge Outlast. Ja, es ist für mich auch schon länger her, dass ich eine Aufnahme in Outlast gemacht habe. Ihr habt nämlich in einem gewissen Zeitraum natürlich immer die Folgen erhalten, weil ich habe vorproduziert, wegen Urlaub und einfach nur, dass ich euch auch immer Material liefern kann. Demzufolge möchte ich aber natürlich mit euch auch zeitnah interagieren können, deswegen wollte ich ja jetzt auch keinen unendlich Vorsprung haben, sondern habe das jetzt erstmal wieder online laufen lassen, um dann dementsprechend wieder jetzt Aufnahmen zu machen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß, wenn ich jetzt diese fucking Kamera da nehme, dass links, ich zeig mal, da in der Dunkelheit Dudes stehen, die mich nerven. Und wir müssten nämlich dann wegrennen und ich weiß doch, dass da irgendwo eine Umkleidekabine ist und wir können auf den Schrank abhauen. Aber wie wir jetzt zu diesem Schrank kommen, ach du Heiliges, guck mal. Ich will diese Kamera nicht nehmen. Ja, ich weiß, jetzt steht links neben mir einer, ne? Hi, das war so klar, ne? Oh oh. Warte, wir kriegen das schon hin. Wir wissen ganz genau. Wir laufen jetzt hier lang, dann einmal hier. Was denn? Diese Kamera hat mir jetzt kurz Angst gemacht. Genau hier. Einmal hier hoch. Und wir sind oben. Aha, ich hab's geschafft. First try, ihr Affen. Wenn ihr jetzt da stehen würde und ich könnte spucken, würde ich's tun. Aber die würden es wahrscheinlich als Gleitmittel nutzen, weil die sind kranke Freaks. Habe ich nicht gesagt. Aber ihr habt gesehen, was die in manchen Folgen machen. War doch locker. Ich bin wieder da. Wie geht's euch? Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Klingt schon wieder direkt stressig an. Ich habe aber gar keinen Bock weiterzugehen. Sollen wir nicht mal ein bisschen hier aufräumen? Was haltet ihr davon? Wir räumen mal ein bisschen auf. Wäre das nicht viel schöner? Was denn? Okay. Wieso können wir das? Weil hier irgendwas sein wird. Und warum ist hier die Dusche an? Und warum bist du da oben und... Ich muss die Kamera anlassen. Okay, C ist hier, das ist alles gut. Hier gehen wir in die Schränke rein. Ich muss erstmal wieder alles raffen. F, okay. Sorry, Leute, ich musste nochmal ganz kurz wieder kurz reinkommen. Oh nein, die Kamera ist jetzt wirklich so abgefuckt. Und das Problem ist auch, was ich habe, bei so vielen Spielen, alle Spiele haben eine andere Steuerung. Und Kamera, kannst du bitte aufhören, so abzufucken? Das wäre wirklich sweet. Ich muss euch anlassen. Und erschreckt mich was. Also noch ist alles cool. Warte. Kennen wir das? Das kennen wir doch. Warte. Das kennen wir doch. Aber war nicht auch hier die... Nicht der Charakter hat sich eiskalt direkt angepasst und direkt Angst bekommen. Was sind das für Geräusche? Oh, fuck mich ab. Hier. Ja. Mal. Alle, wir sind jetzt sehr stark. Passiert nichts. Mama. Also, du bist Scheißkamera. Ja, genau. Wir kennen. Da sind wir heruntergefallen. Ja, hört auf die Türen und lasst es doch einfach sein. Ich meine. Och, ist abgeschlossen. Ich bin wirklich nicht traurig drum. Weil da waren die Penismänner. Ich bin gerade eiskalt wieder runtergefallen.
Ich bin eiskalt. Wieder runtergefallen. Gut. Neuversuch. Einmal hier hoch. So. Ich hoffe, dass jetzt alles chillig bleibt, cool bleibt. Sammy hat sich an den Kommentaren richtig gefreut. Das war erst der Anfang. Ist noch nicht zu Ende. Ach, ist mir nie aufgefallen. Wie das Spiel jetzt, dass ich da rüber jumpe? Das schaffe ich doch never. Also. Warte mal. Kann ich darüber? Das schaffe ich doch niemals. Oder schräg hier rüber. Okay. Gut, wir sind wieder hier. Neues Ziel. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Ich hasse Vater Martin. Habe ich das euch schon gesagt? Wieso kommt er überall durch? Ich glaube wirklich, Vater Martin ist nicht so cool, wie er sagt. Warte mal, kennen wir doch. Da waren wir doch schon gewesen. Da waren wir auf der Seite. Ich erinnere mich. Nur die Türe öffnen. Für nicht öffnen ist das... Ich hasse es. Okay, komm, wir wechseln jetzt schon mal die Kamera, falls wir gleich eine Flucht machen müssen. Ich lasse das jetzt unkommentiert. So, wir gehen jetzt einmal hier. Hier rüber. Warum konnte ich dann hier lang, wenn ich letztendlich doch nicht... Ich will da nicht lang. Bist du scheiße? Hallo? Oder bist du cool? Nur ein Weg nach draußen, nur ein Weg. Ah, du bist cool zu mir? Ah, danke, ich hatte schon. Wirklich, ich hab die ganze Zeit Kamera und dachte so. Das ist echt scheiße, ne? Bist du cool? Also, du siehst nicht cool aus, definitiv nicht. Du hast auf jeden Fall ein Augenproblem und eigentlich hast du viele Probleme. Also, ich habe einen Chirurg, wie bist du überhaupt lebensfähig? Aber Füße sehen ja noch halbwegs in Ordnung aus, Hände auch, aber. Ja, Gesicht, da hast du ordentlich Probleme. Woher wissen Sie, jetzt habe ich den Rest nicht gelesen? Erzähl's mir später. Ich gehe mal lieber weiter. Oh nein, es hat gespeichert. Was passiert jetzt? Wir haben noch die Penis-Dudes am Start, ne? Okay, wird mich erschrocken. Jetzt? Da war da was, oder? Ja, alles gut. Sind wir wieder am Anfang des Spiels? Oh nein. Oh ne, leck mich kreuzweise. Der Affe, der kommt aber auch überall durch. Okay, der reißt allen anderen die Köpfe ab, ne? Oh oh. Geht runter, ich tu mal so. Scheiße. Du bist hässlich. Ja, warte. Ah, warte, ich kann noch. Ich darf abhauen. Danke für Runde 2. Ist aber wirklich nett, ne? Ich glaube, der ist schnell. Oh oh. Ah ja, das ist Anfang. Guck mal. Verarscht. Ah, ich hab ein Problem. Ja, okay, komm. Ja, reiß meinen Kopf ab. Hallo? Ich komm nicht raus. Das war's. Okay. Ich kannte das eine. Also diese Teeküche. Ich kannte die.
Dann machen wir jetzt Folgendes. Ach nö. Ist ja auch nichts. Er erkennt mich nicht hier. Du bist so dumm, wie Stück Scheiße. Obwohl, Scheiße schlauer, das stinkt wenigstens. Du bist dümmer. Finden. Dokumente, aber wir können uns leider hier nicht verstecken, ne? Aber wir kennen's und ich habe das Gefühl, die ganzen Dudes, die hier auf Fernsehen geguckt hatten in den anderen Räumen, sind gone. Das Spiel. Nein, hier kann mich keiner erschrecken. Du bist aber tot, ne? Drücke Link zu benutzen. Kann ich nur mal wissen, warum er speichert. Kann mir mal einer erklären, warum er da drinne war, so in einer da reingequetscht? So, aber wo ist denn jetzt genau? Also ich öffne mal die Tür. Ich hoffe, sie geht nicht auf. Ach komm, leck mich. Sie geht auf. Hier können wir nicht lang, ne? Hier wurden wir ja gecatcht und runtergeschmissen. Hier war der Beginn des ganzen Übels. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier finden. Gibt's hier irgendwas? Ja, wir haben hier Geräusche. Die Tür können wir nicht öffnen, aber warum können wir hier hin? Ah, guck, hier sind Dokumente. Wir lesen mal. Dokumente oder... Ja. Vordringen in das Geisterreich. Berlin. Jetzt wird's wieder deutsch. Dr. Med Roach, ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs, basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit Arturing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist, aber über das Versprechen der Zellregeneration und der geleiteten... Warum solche Wörter? Karzinogenierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Entscheidung wahrgenommen, nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckert weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernicke erfolgs unsere Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an ihre Familie. Unterschrift unleserlich. Jetzt ist die folgende Frage.
aus welchem Land kommt Outlast? Könnt ihr mir das mal in den Kommentaren schreiben? Aus welchem Land kommt Outlast? Weil schon wieder die bösen Deutschen. Na, warum? Aber trotzdem cool, immer die Deutschen, ne? Okay, hier gibt's nichts Neues. Alles klar. Woher kommen die Geräusche? Also irgendwas ist hier hinter. Ist hier ein Easter Egg? Also irgendwas ist hier genau dahinter. Naja. Ich hoffe, dass ich nicht ein Easter Egg verpasse gerade. Will ich hier weiter? Oh, Heftchen. Hast du mich erschrocken, du Arschloch? Meine Kinder, ich brauche eure Hilfe. Wo seid ihr? Yes, coming. I'm coming. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Und ich muss bestimmt wieder einen Kopfabreißer vorbei, ne? Bei ihr Affen, das natürlich nicht wollt. Und ich will auch nicht nach unten. Immer Heftchen sammeln. Bei Mafia machen Heftchen Spaß. Oh, ich wollte da nicht durch. Bin so froh, dass diese Tür nicht aufgeht. Ja, Lobby unten. Ja, ist die Frage. Geradeaus oder nach unten? Hallo. Bitte nicht öffnen. Oh Gott sei Dank ist die Tür zu. Oh, schöne Musik. Doch schon, oder? Mal wieder ein zerfetzter Billard. War schön hier gewesen. Ansonsten gibt es hier nichts, auch keine Batterie. Hier ist Gas. Hier geht's nach oben. Oh, ist mir schon wieder alles hier viel zu verwinkelt. Ein bisschen Radio. Aber Gott sei Dank nichts drücken. Ich will doch einfach nur Exit. Kann ich einfach gehen und auf Martin scheißen? Wir wissen alle, wenn hier ein Spind ist, was das bedeutet, ne? Und hier auch. Oh nein, das heißt, hier kommt wieder irgendwo so ein verfetteter Fettsack. Gut, wir gehen mal hoch. Keine Batterie, nix. Verzückungen. Wieso kann ich das? Kann ich nicht. Alles klar. Aber ich kann jetzt auch hier rüber. Ah. Aber Musik ist entspannt. Passt gar nicht zu diesem Szenario hier, aber. Mein Gott. Ich glaube, Pater Martin ist der abgefuckteste von allen Wetten. Ich weiß nicht, ob der cool ist. Sind hier Überspinde? Ich mag nicht Spinde. Weil der Abgefuckte da rauskommt, ne? Hallo. Aber darf ich dir, ey, Kollege, darf ich dir was verraten? Spiel mal weiter. Das war voll entspannt. Jetzt habe ich hier wieder diese abgefuckte Musik. Und das heißt, hier kommt Kopfabreißer gleich. Ich will Kopfabreißer nicht. Geht's mal bitte weiter? Ach, schon wieder Spinde. Hallo. Gibt's eine Batterie? Mach ich schon wieder diese Musik hören, ne? Ja, ich weiß, ich muss hier weiter.
eigentlich einfach durchrennen, ne? Soll ich schon mal nachladen? Ich sehe gar nichts, ne? Komm. Wir machen jetzt Folgendes. Was ist da hinten? Gefällt mir auch schon wieder nicht. Ist einfach nur, keine Ahnung. Ich habe wieder nachgeladen. Ich bin der größte Fettsack überhaupt. Nein, ich habe Wurstfinger. Nein. Ich habe nachgeladen. Ich habe eine ganze Battery verschwendet. Weil ich ein Fettsack bin, habe ich die ganze verräudigte Batterie weggefressen. Oh mein Gott. Chill. Für Video gucken auch. Ja, warte, bitte. Okay. Wallrider. Warum wurde das jetzt abgespielt? Interessant auf jeden Fall gewesen. Hat mich kurz ein bisschen gecatcht und erschrocken. Geht ihr eigentlich? Ne, euch hat es auch ein bisschen zerrissen, ne? Hat jetzt ja alle komplett hier zerrissen, ne? Also ihr fandet die Story heftig, ne? Keine Ahnung, was mit euch passiert ist, ne? Ich habe zweimal Batterien nachgeladen. Telefon? Hier sind wieder Spinde. Das Rad dreht sich Millionen Jahre wahrscheinlich schon. Interessant, eigentlich gar nicht realistisch, aber okay. Schon wieder Spinde. Überall Spinde. Oh komm, leck mich. Kann ich auch. Komm mal her. Wir müssen wir den finden. Einziger Weg. Ja, und warum versteckst du dich? Okay. Wer will mich erschrecken? Du? Es geht nach oben und es geht auch geradeaus. Wenn ich mal ein bisschen reindrehen, dass ich nicht überall mit dem scheiß Kamera hier nur mit Licht machen kann. Ich kann auch wieder hier lang. Ich habe zu viele. Ich hasse das, wenn ich zu viele Wege habe. Und ich weiß. Welcher Weg jetzt richtig ist. Sehr schön. Eine wieder gefunden. Da ist ein Schlüssel. Oh mein Gott. Hast du Arschloch mich erschrocken? Hallo?
kann die Türe leider nicht mehr aktivieren. Er hat die abgerissen. Den hat's auch zerrissen. Wäre cool, wenn er mir den mal geben könnte, aber nö. Alles klar, er mag nicht. Diesen Weg. Alles klar. Wir nehmen mal den komplizierten Weg. Was denn auch sonst, ne? Wir wackeln mal. Wir hoffen einfach, dass gar nichts passiert. Ich hab da was gehört, oder? Und erschreck mich. Komm. Ach, jetzt bist du wieder rausgerannt, ne? Hm, bist du cool? Egal, ich hab den Schlüssel. Geil, ich hab den Schlüssel. Merci, Philipp Vater Martin in der dritten Etage. Also bisher viel Ruhe. Ich hätte den Film jetzt auch gern von hier geguckt, nicht mal ehrlich. Wäre eine coole Location gewesen, von hier zu gucken. Aber ja, wer ist Vorarbeiter, ne? Auf jeden Fall eine übernatürliche Kraft. So sagt man nach. Aber er sagte, nichts ist übernatürlich. Bin ich mal sehr gespannt. Ich würde mich dann jetzt von der Folge verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. War auf jeden Fall sehr ereignisreich. Ereignisreich. Mein Gott. Und ja, mal gucken, was mich hier alles noch erwarten wird. Ich dachte, ich bin kurz am Ende. Und ja, dem ist nicht so. Es wird immer abgefuckter hier. Und ja, ein bisschen gecatcht werde ich. Muss ich schon sagen. Also der eine, der eben mit der Türe. Die können mich alle mal. Egal. Ich sag mal, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Delta07. Ciao.